Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor allen Dingen auch liebe Kinder und liebe Comicfans, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch wieder mal ein lustiges Taschenbuch aus dem Hause Walt Disney bzw. aus dem EHAPA Verlag, aus dem EHAPA Egmont Verlag mitgebracht. Und zwar handelt es sich dabei um eine weitere Sonderausgabe, die ich euch heute mal vorstellen möchte. Das lustige Taschenbuch mit neuen Abenteuern von Mickey und vor allen Dingen von Donald Duck und den ganzen Leuten aus Entenhausen kommt ja alle 4 Wochen neu in den Handel. Und es gibt dann allerdings auch diese ganzen Sonderbände. Unter anderem in der Weihnachtszeit haben wir das Frohe Fest in Entenhausen. Das gibt es jetzt schon seit, ich glaube, 27 Jahren. Seit 27 Jahren, das ist schon der 27. Band. Und dann gibt es auch noch den Adventskalender, da sind 24 Geschichten drin, die man dann der Reihe nach öffnen muss. Das heißt also, die Seiten, die sind mit Perforation zusammen und dann muss man die so auftrennen und dann kann man jeden Tag eine kleine neue Geschichte lesen. Das hier, das gibt es dann seit 7 Jahren. Das sammle ich auch schon ziemlich lange und jedes Jahr ist das für mich ein absolutes Highlight. Und der Schokoladenkalender. Ohne Schokoladenkalender ist es ja keine richtige Adventszeit. So, und das da lese ich dann auch. Jeden Morgen ist das mein Highlight. Direkt nach dem Aufstehen mache ich dann die Seiten auf und lese die Geschichte. Ist auch immer ganz toll. Aber jetzt gibt es dieses Jahr noch eine weitere Sonderedition. Und zwar ist die seit dem 4. November bereits erhältlich, aber ich stelle sie euch heute am Nikolaustag vor. Und warum? Weil es das Nikolaus-Sonderband ist. Das Sonderband heißt es? Der Sonderband? Die Sonderedition zum Nikolaustag. Die erscheint dieses Jahr zum allerersten Mal. Da sehen wir auch hier oben eins. Das heißt, wir können hiermit jetzt, wenn wir vorhaben einzusteigen und zu sammeln, anfangen. Ah ja, und dann gibt es auch noch die Wintergeschichten. Die kommen dann Anfang des Jahres raus. Die sind jetzt, glaube ich, auch im vierten, fünften, sechsten Jahr. Ich weiß es nicht so genau. Also wir sehen schon, der EHAPA Egmont Verlag, der haut da ordentlich was raus für Weihnachtsfans. Aber jetzt ist die Frage, ist das überhaupt für Weihnachtsfans geeignet? Jetzt schauen wir uns das Buch mal von innen an und schauen mal, was da drin ist. Also hinten drauf steht schon mit 13 weihnachtlichen Geschichten aus Entenhausen. Ja, neue Geschichten, das ist die Frage, weil hier sind ja auch, also im Adventskalender sind immer auch ältere Geschichten drin. Hier ist sogar eine aus den 50er Jahren und das finde ich persönlich immer sehr schön. Und in den Weihnachtssonderbänden sind meistens ganz neue Geschichten oder zumindest Erstveröffentlichungen oder noch nicht so alte. Und worum handelt es sich denn hier bei dem Nikolausbuch? Wir schauen mal vorne rein und dann sehen wir auch direkt, wir haben hier eine Übersicht. Und es handelt sich dabei überwiegend um, nicht überwiegend, halb und halb. Wir haben einen Teil ganz neuer Geschichten, deutscher Erstveröffentlichungen und wir haben einen Teil älterer Geschichten, die schon in anderen Taschenbüchern veröffentlicht worden sind. Zum Beispiel haben wir hier Donald Duck, also Detektiv Donald Duck, Operation Diamantenspitze, Diamantspitze, nicht Diamanten. Dann haben wir Detektiv Donald Duck, Einsatz an Weihnachten. Dann haben wir Detektiv Donald Duck, Diebstahl unterm Tannenbaum. Dann haben wir Detektiv Donald Duck, Verschwörung zum Fest. Und Detektiv Donald Duck, ein Weihnachtswettbewerb. Der Weihnachtswettbewerb. Ja, also wir sehen schon, dieses lustige Taschenbuch Nikolaus ist sehr Detektiv Donald Duck-lastig. Und das ist auch schon mein erster Kritikpunkt, denn die einzigen Neuveröffentlichungen in diesem Sonderband drehen sich um Detektiv Donald Duck. Der Rest, das sind ältere Geschichten, darunter zum Beispiel Der Geist der Weihnacht aus Lustiges Taschenbuch Weihnachten Nummer 7 oder fast pünktlich aus Lustiges Taschenbuch Weihnachten Nummer 7. Der Weihnachtsbriefbote aus Lustiges Taschenbuch Weihnachten Nummer 7. Und Besinnliche Erinnerung aus, ihr könnt es euch denken, ja, Lustiges Taschenbuch Weihnachten Nummer 7. Und Der Weihnachtsbrief aus Lustiges Taschenbuch Weihnachten Nummer 7. Ah, hier, was anderes, hier. Maßvolle Geschichte aus Lustiges Taschenbuch Weihnachten Nummer 8.
Ja, also wir haben hier also eine Mischung drin aus neuen Geschichten um Detektiv Donald Duck und aus alten Geschichten, die alle bis auf eine im gleichen Sonderband, nämlich Weihnachten Nummer 7, abgedruckt waren. Das heißt, wenn ihr das lustige Taschenbuch Weihnachten Nummer 7 bereits habt, habt ihr die Hälfte der hier abgedruckten Geschichten bereits im Regal stehen. Aber, jetzt muss man ja auch sagen, ja, es ist ja nichts Neues, dass alte Geschichten in Neuauflagen veröffentlicht werden. Und da ist ja auch gar nichts Falsches dran. Wenn wir uns überlegen, dass dieser Band hier schon Nummer 27 ist, dann bedeutet das gleichzeitig, dass lustiges Taschenbuch Weihnachten Nummer 7 20 Jahre alt ist. Und jetzt seien wir mal ganz ehrlich, wenn ihr eine Geschichte habt oder auch mehrere Geschichten, die ihr vor 20 Jahren gelesen habt, könnt ihr euch da noch so gut dran erinnern? Wenn ihr nicht gerade Sheldon Cooper seid, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. Also, von daher finde ich es nicht so dramatisch, dass hier ein paar alte Geschichten abgedruckt sind. Was ich jetzt nicht so ganz optimal finde, ist, dass die alle aus dem gleichen Weihnachtssonderband abgedruckt worden sind. Das heißt also, dass man hätte da ja auch ein bisschen was mischen können. Man hätte auch ein paar ganz alte Geschichten von Karl Barks mit reinbringen können. Der hat meines Erachtens sowieso die schönsten und rührendsten Weihnachtsgeschichten aufs Papier gebracht. Aber gut, hätte, wäre, könnte, ist aber nicht. So, die Neugeschichten oder die neuen Geschichten drehen sich, wie gesagt, alle um Detektiv Donald Duck. Und ja, das ist auch ein etwas anderer Zeichenstil. Das heißt, da ist so ein bisschen mit Schatten gearbeitet worden und so. Aber wer die Geschichten von Detektiv Donald Duck kennt, der weiß ja, wie die aussehen. So im Vergleich zu den anderen Geschichten. Ja, ist da ein bisschen mehr mit Schatten. Das Ganze wirkt ein bisschen dreidimensionaler, wirkt auch ein klein bisschen erwachsener. Da werden halt so Kriminalfälle gelöst, die alle mehr oder weniger an oder um Weihnachten herum spielen. So, und das ist jetzt auch der zweite Kritikpunkt. Denn wir haben hier einen Sonderband, der sich Nikolaus nennt. Das heißt, ich erwarte hier Nikolausgeschichten zu bekommen und die bekomme ich leider nicht. Jetzt ist der Nikolaus in Amerika nicht so bekannt. In den anderen Ländern, aus denen die Geschichten fürs lustige Taschenbuch kommen, weiß ich jetzt gar nicht, wie es da mit dem Nikolaus aussieht, aber hier in diesem Band ist nicht eine einzige Geschichte, die sich um den Nikolaus dreht oder am Nikolausabend spielt oder sonst irgendwas. Und selbst der weihnachtliche Aspekt ist hier, ja, nur so semi-gut vertreten. Zunächst einmal, also diese neuen Geschichten mit Detektiv Donald Duck, okay, die, ja, die spielen alle an oder um Weihnachten. Er muss einmal eine Weihnachtsbaumspitze aus Diamant retten, die auf einem ausgestellten Weihnachtsbaum steht und dann muss er bei einer Weihnachtsshow, die sein Onkel Dagobert auf die Beine stellt, einen Verbrecher fangen quasi, der die Show droht zu sabotieren und so weiter und so fort. Und ja, dann muss er einmal Onkel Dagoberts Ehre wiederherstellen, weil Klaas Clever behauptet, er hätte ihm eine Idee gestohlen. Das Ganze spielt, wie gesagt, an oder um Weihnachten, hat aber nicht wirklich Weihnachtsfeeling mit drin. Deswegen ist hier also, naja, und wie gesagt, es gibt halt auch den Nikolaus in Amerika oder wo auch immer nicht so sehr. Jetzt hätte man natürlich hingehen können und hätte Santa Claus zum Nikolaus gemacht. Ja, das wäre dann eine Fehlübersetzung gewesen, aber grundsätzlich hätte ich das besser gefunden, als ein Buch zu verkaufen, das man Nikolaus nennt und es kommt kein Nikolaus drin vor. Ja, das ist also die kleine Enttäuschung, die ich an diesem Produkt jetzt leider wirklich mal kundtun muss, weil ich finde es wirklich schade, dass ich, wenn ich mir ein weiteres Weihnachtsband hole und das Groß Nikolaus heißt, wenn hier überhaupt nichts zu Nikolaus drin ist. Oder über den Nikolaus. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass Nikolaus bedeutet, hey, das könnt ihr schön in den Stiefel reinstecken. Dafür ist diese Vorstellung natürlich etwas zu spät. Der Nikolaustag ist ja vorbei. Aber man kann diese Geschichten ja auch sehr gut später noch lesen. So mache ich das ja. Ich lese ja über die ganze Adventszeit verteilt diese Weihnachtsgeschichten. So, also wenn ihr Weihnachtsgeschichten sucht, dann ist das hier nicht die beste Wahl. Ja, also auch hinten die letzte Geschichte mit Onkel Dagobert, die hat gar nichts mit Weihnachten zu tun. Und ja, auch hier haben wir eine Geschichte drin.
mit 00F, also Franz als Geheimagent. Da träumt er, dass er ein Geheimagent ist, der eine Napfkucheninvasion verhindern muss. Das hat auch nicht wirklich was mit Weihnachten zu tun, außer dass halt ein Festessen vorbereitet wird, vielleicht zu Weihnachten, vielleicht aber auch nicht. Also alles in allem, es ist ein tolles Buch mit tollen Geschichten, aber falsch etikettiert. Also ich hätte das vielleicht als Sonderband Detektiv Donald Duck rettet die Weihnachtszeit oder irgendwas genannt und das Ganze dann als Detektiv Donald Duck mit anderen Geschichten noch dabei vermarktet, aber nicht als Nikolaus. Wenn ihr also Weihnachtsfeeling wollt, meine ganz persönliche Empfehlung, ich würde dann eher zum lustigen Taschenbuch Weihnachten greifen. Wie gesagt, gibt es jetzt Nummer 27 und das Schöne an den lustigen Taschenbüchern ist, die verschwinden ja nicht wie andere Magazine, sobald die verkauft wurden und das nächste kommt aus den Regalen, sondern die stehen immer noch da. Ihr kriegt also teilweise sogar noch ganz, ganz alte lustige Taschenbücher, die dann natürlich neu gedruckt worden sind, aber die sind dann halt auch in den Buchhandlungen und auch in den Zeitschriftengeschäften durchaus noch verfügbar. Also hier bei uns ist es jedenfalls so. Oder halt mein absoluter Favorit, der Adventskalender vom lustigen Taschenbuch. Auch hier, ich zeige euch das einfach mal. Da ist wesentlich mehr Weihnachtsfeeling. Ja, wir haben Schnee, wir haben Weihnachten. Ich habe natürlich noch nicht alles. Ich habe erst die ersten sechs Geschichten gelesen, weil heute ist ja der sechste. Aber da haben wir bereits mit Geschenken zu tun gehabt, mit einem Weihnachtsfestessen, das Oma Duck vorbereitet und von ihrer alten Schulfreundin dann dazu animiert wird, doch ein bisschen moderner zu werden. Also statt Weihnachtskarten, E-Mails und sowas zu verschenken. Und ja, das ist einfach deutlich mehr Weihnachtsfeeling. Auch hier haben wir Donald, Mickey Maus als Detektiv mit drin, aber er muss dann halt, die Geschichte kommt ins Rollen, weil Goofy ein Weihnachtsgeschenk für Mickey kauft. Und das ist ein großer Elchkopf und der wird ihm abgekauft und für viel zu viel Geld. Und er versucht dann rauszukriegen, wer das ist, weil er ihm das Geld zurückgeben möchte. Also, und dabei kommen die einem Diebstahl auf die, also einem groß angelegten, ja, lest es selber. Es ist eine schöne Geschichte, generell, es sind schöne Geschichten. Also, ja, der Nikolaus ganz neu im Handel, ja, seit einem Monat, kostet, ich muss das jetzt lesen, 8,50 € und hat insgesamt 255 Seiten. Und dann gibt es, wie gesagt, auch noch hier meine erste Wahl, wenn ihr in Weihnachtsstimmung kommen wollt, das lustige Taschenbuch Weihnachten, mittlerweile Nummer 27, das kostet auch 8,50 €, hat ebenfalls, ja nee, hat doch auch 255 Seiten. Und dann gibt es auch noch hier das, ja, den Adventskalender, der ist mit 12 € etwas teurer, hat aber auch ein anderes Format, ist also wesentlich größer, hat außerdem diese perforierten Seiten und 200, ich sehe es gerade gar nicht, 200 98 Seiten müssten das sein, also fast 300 Seiten, ist also auch etwas umfangreicher, außerdem größer, wenn ihr das seht, ja, wenn wir das mal so dran halten, ist auch etwas größer. Also, meine erste Wahl ist das hier oder das hier und ja, wie gesagt, kann man auch lesen, aber so richtig Weihnachtsfeeling kommt hier nicht auf. So, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn das so ist, lasst mir gerne den Daumen da. Ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr lustige Taschenbücher vorgestellt bekommen möchtet oder generell mehr Comics. Ich habe da noch einiges von Batman da liegen und auch ein paar französische Alben mit Piraten, ganz toll. Und ansonsten bleibt mir nur einen guten Tag zu wünschen. Eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt fröhlich und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer.